Platt, platt, pabalapap. Jo, liebe Lüt, hüt is nicht platter Freitag, hüt is platter Sonnabend für mi. Ich, jo, de letzten vierten Freitage, da ging mir dat nicht so gut und ich ha kein Verlangen, irgendwas zu moken. Ich weet jo, mein Anlang is im Moment, mein Plattdütsch schleven und rettet dat Plattdütsch an dat unsuchte Oter. Und dat kann ich nur immer wieder sagen, rettet dat Plattdütsch an unsuchte Oter und muckt wat, liebe Lüt, dat Licht an jo Aals, wenn jo ins unsuchte Oter wollt und wollt do Plattdütsch hören, dann müllt jo wat don. So, ich hef jo, ihr wisst ja, dass ich mein Abo heft kündigt, ne? Ich habe bis heute noch keine Nachricht, dass meine Kündigung ingegangen ist. Das nenne ich auch mal keine gute Abo-Pflege, nicht? Das wäre ja das Mindeste, noch 32 Jahren, dass man mal sagt, schönen Dank und wir haben die Kündigung kriegen und wir wünschen euch alles Gute oder sowas in der Ort. Jo, nee, was habe ich noch kriegen? Zum zweiten Mal eine Einladung zum Sektempfang. Jo, und mit der Überschrift: Ihr Festabo im Ohnsorg. Wir kümmern uns um alles. Vertrauen Sie uns. Ja, Vertrauen habe ich doch nicht mehr tot oder unsuchte oder. Ja, und zum Sektempfang gehe ich natürlich auch nicht hin. Nicht habe ich zweimal kriegen. Was hätte das wieder kosten? Ja. Ja, ich will ja noch mal zeigen. Ich habe ja letzte Woche das letzte Mal ein bisschen was vertellt, was mit dem hochdeutschen Stück. Und ich will ja einfach mal zeigen, dass das stimmt. Das ist Stücken ob Hochdeutsch ankündigt ward. So, aber nun ist auch mit Schluss. Ich go da natürlich nicht hin. Nicht? Vielleicht mögt wie mal eine Gruppe ob und geht gemeinsam ins Unsuchte oder wenn der Wetter nur Plattdeutsch schnackt. Ja, im Studio habe ich ja nichts dagegen, wenn du da hoch und Plattdütsch schnackt und für die Kinder finde ich wunderbar, das ist klar, aber im großen Hus habe ich gesagt, du geheuert nur das Plattdütsche hin. Meinetwegen kann oben so ein Band läuten, wo das steht, ob Hochdütsch steht oder man kann eine Inführung machen, ob Hochdütsch, damit die Leute gern mal Plattdütsch hören wird. Ja, das verstauen können. Das ist alles in Ordnung. Aber nun gut. Ich wäre jetzt noch einmal das letzte Mal im Abo in unsuchte Order und da habe ich gesehen, die Heven Schaltöven. Und jo, da kann ich eigentlich nur noch mal empfehlen, go to hin. Das ist war nicht gut, also jedenfalls hat uns das war nicht gut gefallen. Und da haben wir auch noch, wir sind da auch noch mit dem Freund, der hat unseren dritten Platz aufkriegen, als man die Öller nicht mehr konnte. Und denn der sitzt mit uns in der ersten Reich. Und da sind auch noch drei Frauen. Und die eine Frau hat auch gesagt, nee, wenn du kein Plattdütz mehr snackt wird, ich komme auch nicht mehr daher. Das nur noch mal so am Rand. Aber der Heven, Schaltöven, kickt euch das an, das ist wunderbar, das lohnt sich, nicht? Lebe ich noch ein paar Mal. Ja, und was will ich denn sonst noch singen? Ja, ich will nur noch ein bisschen was erzählen oder meine Ohnsorg-Geschichte. Das ging schon in den 70er Jahren los. Ja, nee, ganz früher noch, ich glaube 60er Jahren. Unsorg noch immer im Plattdütsch, Quatsch. Klaus Peter, du bist auch ein bisschen tüdelig, nicht? Ja. Honig im Kopf hat? Ja, na, ich weiß nicht. Das wäre übrigens auch ein gutes Stück. Und ja, in den 60er Jahren gibt es ja immer die Unsorg-Übertragung im Fernsehen. Und da ist das ins Tuhus auch immer geguckt worden. Und das wird man nicht schauen. Und ja, ich habe dann irgendwann mal Lore Bodin kennenlernt und Lore Bodin hat in der niederdeutschen Redaktion vom Norddeutschen Rundfunk arbeitet und die hatte Kontakte zu den Leuten und er wäre mit Hanno Thurau befreundet. Und ja, wir wären dann auch mit Hanno befreundet und das war ein feiner Mann,
wie Herr Bannichfields Boos mit ihm hat. Und jo, ich denke noch besonders an seine Rolle als Mutter in der Kleinbürgerhochzeit im Unserte, oder da hätte er die Mutter gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das mit Text oder ohne wäre, das kann ich jetzt gar nicht mehr sehen. Das wäre jedenfalls wunderbar. Leider gibt das keine Optiknung davon. Jo. Und Hanno ist ja nun schon viele, viele, viele Jahre tot. Lore hat mich irgendwann anrufen. Oh, Klaus-Peter, uns Hanno ist tot geblieben. Und da bin ich dann auch mit zur Beerdigung wehen. Eine große Beerdigung wäre das. Das ganze Ensemble wäre da und Hilde Six auch und Heidi Kabel hinter mir sitzen und alle, ja, wäre man nicht traurig. Und ich weiß noch, dass Hilde Six hat ja, ha, ja, Lore gehabt, hätte dann immer gerufen, Lore, Lore, huhu, ja. Ja, zu Hilde Six kann ich auch noch was senken, aber das ein andermal. Ja, und wie Hanno in seine Wohnung, da habe ich auch mal kurz Heidi Mahler und Jürgen Poch, das wir ja ihren ersten Mann kennenlernt. Ja, das ist aber schon lange her, der wird sich an mich nicht mehr erinnern, aber ich erinnere mich an sie. Ja, das wäre so meine Geschichte. Und dann werde ich noch den Freund kun mal mit achter der Bühnen gehen. Das wäre noch im Ohlenhus und Hanno hat wohl gespielt. Und er sagt, das wäre so gemütlich achter die Bühne, wenn die Schauspieler nicht dran wären. Dann haben sie da sitzen und haben knüdelt oder gestreckt. Nicht? Ja. Und das hätte ihn bannig beeindruckt. Jo, und jo, was will ich? Ich glaube, das wird schon wieder zu lang. Ich will mal kicken. Jo, ich höre ab und das nächste Mal erzähle ich dann. Ja, über der heilige Johanna in der Invokirk mit Erma Köln, das würde ich jetzt sehen. Und ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe, dass die mich verstehen konnte. Ich sitze hier auf uns Lüttenbalkon und den Verkehr ist heute gut. Und ich sage einfach mal einen schönen Sonntag, mag das gut und bleibt gesund und rettet das Plattdeutschland unser Theater. Nicht nur hier bei Instagram oder wie WhatsApp oder wo auch immer. An unser Theater mit wieder treffen. Mock dat goat, liebe Lüt, und tschüss. Rettete plattdütsche Sprog an unser Theater.